Die 8-jährige Sabine zieht mit ihrer Familie in den Dschungel Westpapuas. Damit beginnt für das Mädchen das Abenteuer ihres Lebens. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Es ist eine wahre Geschichte. Es ist meine Geschichte. Ich war 8 Jahre alt, als mein Vater im mächtigen Dschungel von Westpapua einen bisher unbekannten Stamm entdeckte. Es war ein Volk, das man bisher nur aus Legenden und von Gerüchten kannte und das ein Leben wie in der Steinzeit führte. Die Fayu. Ein von der Zivilisation völlig unberührter Stamm mitten im Regenwald. Ein Glücksfall für Sabines Vater Klaus. Er ist Sprachforscher und für ihn wird ein Traum wahr, als er diese Chance bekommt, eine andere Kultur fernab der Zivilisation zu erkunden. Doch dieses ganz andere Leben erfordert von der kleinen Familie eine radikale Umgewöhnung. Geht nie allein in den Dschungel. Alles, was ihr esst, zeigt ihr mir vorher. Wir trinken nur abgekochtes Wasser, verlassen niemals ohne Schuhe das Haus. Schwimmt nicht in den Fluss zu weit hinaus. Abdämmerung bleiben alle im Haus. Wir sind freundlich zu jedem. Wir mischen uns nicht ein. Und noch einmal ganz wichtig, wir gehen nie allein in den Dschungel. Habt ihr das verstanden? Anfangs glauben die Küglers, mitten im Paradies gelandet zu sein. Doch schon bald müssen sie feststellen, dass die Umgangsformen zwischen den Stammesmitgliedern etwas rauer sind, als sie es kennen. Auch die Einstellung zu Krankheit und Sterben ist bei den Fayu ganz anders, als es die Küglers aus ihrer Welt kennen. Einen natürlichen Tod gibt es nicht. Wer stirbt, stirbt entweder durch einen Pfeil oder an einem Fluch. Besonders Sabines Mutter Doris, die Ärztin ist, kann dieses Denken nur schwer nachvollziehen. Sie ist vor ihren Augen gestorben. Alle einfach nur dagestanden und zugeschaut. Kommt die Frau in den gleichen Himmel wie wir? Ja. Natürlich, Mine. Und war sie jetzt verflucht? Nein! Sie ist ohnmächtig geworden vor Schmerzen. Für die Fayu war sie verflucht. Doris will dem Stamm Hilfe leisten. Mitten in der Wildnis wird eine kleine Krankenstation errichtet. Auch Vater Kügler gerät immer wieder in Konflikte mit dieser völlig anderen Kultur. Auf der einen Seite sein wissenschaftlicher Anspruch, sich nicht in die fremde Kultur einzumischen. Auf der anderen die moralischen Grundsätze der westlichen Zivilisation. Auch in der Familie kommt es deshalb zu Spannungen. Aber für die Fayu ist ein Fluch genauso real wie für dich deine Kochtöpfe. Was für ein idiotischer Vergleich. Sag mal, müssen wir das vor den Kindern abhandeln? Warum nicht? Hier wird doch alles vor den Kindern abgehandelt, das ganze Leben hier. Was sollen wir dem entgegensetzen, wenn nicht uns? Mit Streitereien? Na und? Wir streiten uns, ja. Aber wir versöhnen uns auch wieder und verfluchen uns nicht gleich. Sollen die Kinder das doch sehen? Sabine Kügler hat ihr Leben als Dschungelkind in einem Bestsellerroman verarbeitet und die Wildnis lieben gelernt. Im Film wird ihr Vater von Leinwandstar Thomas Kretschmann gespielt, die Mutter von Nadja Uhl. Eine absolute Starbesetzung inszeniert in der traumhaften Landschaft des Regenwaldes von Malaysia. Die Blu-ray beeindruckt zudem mit tollen Landschaftsaufnahmen in atemberaubender Bildqualität.